Es gibt überhaupt keinen Grund, sich aufzuregen. Sie drohen mir die Zulassung zu entziehen. Also wenn das kein Grund ist, und warum? Weil ich ein paar Plakate habe aufhängen lassen, um meine neue Kanzlei bekannt zu machen. Sie wurden aufgefordert, diese unangemessen reißerischen Plakate zu entfernen. Aber meines Wissens hängen Sie hier und da immer noch in Altona rum. Tut mir leid, aber das ist meine Schuld. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich bin Dr. Ehrenbergs Assistentin. Ich habe die Plakate aufgehängt. Das heißt, mein doofer Cousin hat sie aufgehängt und er hat vergessen, wo. Wenn Sie in einem Rechtsanwaltsbüro tätig sind, dann sollten Sie wissen, dass es Regeln gibt, die dafür sorgen sollen, dass das Recht keine billige Handelsware ist, sondern etwas, was man mit Respekt behandelt. Also, Herr Seipel, die Plakate sind so gut wie weg. War es das? Nein, natürlich nicht. Es werden ziemlich schwere Vorwürfe von Ihren Kollegen gegen Sie erhoben. Was für Vorwürfe und von wem? Das hätte ich mir ja denken können. Bitte um Verzeihung, meine Verhandlung hat sich etwas hingezogen. Wie schön, nehmen Sie Platz. Wir mussten ohne Sie anfangen. Ich habe selber um 14 Uhr eine Verhandlung. Es gibt, wie gesagt, eine ganze Reihe von Anwälten, die darüber sehr aufgebracht sind, über die Art und Weise, wie Sie Ihre Mandanten vertreten. Erzählen Sie doch mal, wie Sie an die Unterlagen von Baustadtrat Kröger gekommen sind. Bitte. Dann sollen Sie mich anzeigen. Herr Dr. Brückmann. Ich bin darüber auch nicht glücklich, aber die Beschwerde gegen Sie liegt nun einmal vor und wir müssen dem nachgehen. Wenn Sie rechtmäßig an die Papiere gekommen sind, brauchen Sie uns ja nur zu sagen, wie, und die Sache ist erledigt. Kleinen Moment. Jasmin, ich möchte Sie vertreten. Geben Sie mir einen Euro oder 50 Cent oder irgendwas. Schnell. Schnell. So, und jetzt sagen Sie mir, wie Sie an die Dokumente gekommen sind. Na, wie? Ich habe den Computer des Baustadtrats geknackt. Genau so. Sehr gut. Danke. Es tut mir leid. Eine dringende Terminsache. Ihre Verzögerungstaktik nützt Ihnen nichts. Sie müssen schon meine Frage beantworten. Das kann ich nicht. Die Art und Weise, wie wir an die Dokumente gekommen sind, das ist mir von einem Mandanten mitgeteilt worden. Und das unterliegt der Schweigepflicht. Das ist doch lächerlich. Nein, das ist eine Tatsache. Und ich würde auch unter Strafandrohung nichts anderes sagen. Ich sage Ihnen mal, was hier läuft. Ich habe bewiesen in dem Prozess, dass Ihr Mandant, Baustadtrat Kröger, dafür gesorgt hat, dass einer seiner Mitarbeiter unschuldig für 2 Jahre ins Gefängnis gegangen ist. Und er hat sich bereichert und Sie haben ihm dabei geholfen. Und anstatt sich bei den Leuten zu entschuldigen, die er geschädigt hat, will er jetzt mir was anhängen durch Sie. Aber es gilt in diesem Land immer noch die Unschuldsvermutung, Herr Dr. Herr Dr. Brückmann. Wo sind denn die Beweise, bitte? Legen Sie auf den Tisch! Die werde ich beschaffen. Verlassen Sie sich drauf. Wunderbar, wo sind die Beweise? Ich schlage vor, dass wir die Verhandlung vertagen, bis wir genaueres über diesen Sachverhalt wissen. Aber egal, wie dieses Gericht am Ende urteilt, ich finde es nicht gut, dass der Verdacht gegen einen Anwalt besteht, mit solchen Mitteln zu arbeiten. Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie einen Weg finden würden, diesen Vorwurf aus dem Wege zu schaffen. Das mit den Plakaten tut mir leid, Chef. Erzählt uns irgendwas von den Grundsätzen des Rechts. Ist ja gut, ist ja gut. Dann lässt er sich mit diesem Aasgeier ein. Der hat doch überhaupt keine Beweise. Ja, aber wir haben es doch tatsächlich getan. Aber das weiß er noch nicht. Außerdem geht es um was anderes. Der Brückmann hat den Stadtrat unterstützt, weil er politisch Karriere machen wollte. So, und jetzt ist der Stadtrat zurückgetreten. Und die Partei hat ihn aufgefordert, alle Parteiämter niederzulegen. Jetzt steht der Brückmann wieder am Anfang da. Jetzt muss er sich einen neuen Arsch suchen, in den er kriechen kann. Und jetzt meint er, indem er mich fertig macht, dass er bei seinen Parteikollegen wieder punkten kann. Der Mann. Wie sieht's hier denn aus? Das sieht ja hier aus wie auf einer Müllhalde. Ist ja kein Wunder, dass wir Plakate kleben müssen. Solche Plakate, um überhaupt noch Mandanten zu kriegen. Ey, das ist nicht fair. Ich habe mich schon entschuldigt. Da kann ich mir auch nichts verkaufen, wenn Sie sich entschuldigen. Ich brauche Ordnung, verdammt nochmal! Ich kann so nicht arbeiten. Ist ja ganz was Neues. Gestern hat Sie das noch nicht gestört. Ja, aber heute stört es mich. Ja, weil Sie schlechte Laune haben. Ich habe schlechte Laune? Ich weiß gar nicht, was das ist, schlechte Laune. Ach, dann würde ich an Ihrer Stelle mal in den Spiegel gucken. Ich bin jedenfalls nicht Ihre Putzfrau. Da hätte ich auch weiter im Laden von meinem Vater arbeiten können. Na, dann arbeiten Sie doch im Laden von... Das doch gar nicht. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh, ist das Ihr Wagen? Es tut mir leid. Ich bin noch nie mit so einem Transporter gefahren. Ja, das sieht man. Das ist bloß eine Stoßstange. Ich werde Ihnen den Schaden ersetzen. Bloß eine Stoßstange?
Dieses Fahrzeug ist ein Sammlerstück. Und so eine Stoßstange, da brauche ich Monate, um die wiederzufinden. Und die kosten Vermögen. Ja, regen Sie sich mal nicht so auf, glauben Sie, ich kann mir nicht mehr so eine blöde Stoßstange leisten. Mama, gib ihm deine Handynummer und hör auf, dich zu streiten. Ich streite mich, wann ich will. Wo wohnt ihr denn? Wir wohnen in der 64, das heißt, wir ziehen eben ein. Na, toll. So, hier. Ist meine Handynummer, Festnetz haben wir nicht. Weißt du, mit dem Führerschein? Sehr komisch. Charlotte! Aua! Entschuldigung, das tut mir leid. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Dankeschön. Geben Sie mir. Wohnen Sie weit? Gleich um die Ecke. Ich bringe Sie nach Hause. Geben Sie mir alle Tüten. Ja. Geht's? Jasmin! Ich nehme Ihnen das ab. Sie können ja schon mal die Stoßstange dran montieren. Ja, mache ich. Nein, Jasmin, das war ein Scherz. Ach so. Okay. Hier wohnen Sie? Im ersten Stock. Und wie machen Sie das? Ich bringe erst meine Frau rauf und dann den Rollstuhl. Ich helfe Ihnen. Danke. Moment, was mache ich mit den Füßen? Hochklappen. Entschuldigung. Jetzt anfassen und hoch. Was ist denn hier los? Haus wird saniert. Die meisten Mieter sind schon ausgezogen oder umgesetzt worden. Wir sind, glaube ich, im Augenblick die Einzigen, die hier noch wohnen, wenn man das so nennen kann. Okay. Und hopp! Guter Schlag. Wo kommst du denn her? War mit ein paar Freunden im Clubhaus. Da habe ich dich zufällig gesehen. Wie, mit dem Satellitenteleskop? Ich geb's zu. Der Clubmanager hat mir erzählt, dass du hier alleine spielst. Und das fand ich eine so deprimierende Vorstellung, dass ich gedacht habe, ich schau mal nach dir. Und dann hast du deine Frau angerufen und ihr gesagt, dass es heute später wird, weil du mir Gesellschaft leisten musst. Gut. Ich habe gehört, dass du dich von deinem Mann getrennt hast. Und da dachte ich, dass du dich vielleicht einsam fühlst. Ich spiele allein, was mir gefällt. Augenblick. Was? Wir werden uns die Wohnung kündigen. Darf ich mal sehen? Der Hausbesitzer schreibt, dass die Wohnung gekündigt wurde wegen illegaler Umbauten. Haben Sie denn bauliche Änderungen in der Wohnung vorgenommen? Zwei Türen mussten verbreitert werden. Der Rollstuhl hätte sonst nicht durchgepasst. Und diese Änderungen haben Sie ohne Genehmigung durchgeführt? Na klar, es musste ja schnell gehen, als Martina aus dem Krankenhaus kam. Tja, dann ist klar, was die wollen. Die wollen sich die Kosten für die Umsetzung während der Bauzeit sparen. Aber damit kommen die nicht durch. Wollen wir das so genau wissen? Ich bin Rechtsanwalt. Wissen Sie was, vergessen Sie einfach dieses Schreiben. Zahlen Sie einfach Ihre Miete weiter. Und selbst wenn die Sie anzeigen, kein Richter der Welt wird Sie mit einer behinderten Frau auf die Straße setzen. Wir könnten noch mal wieder gemeinsam Wochenende verbringen. Jetzt, wo du frei bist. In einem schnuckligen, verträumten Hotel auf der Isle of Wight, in dem eine attraktive Anwältin mal meinte, da bliebe die Zeit stehen. Das war leider ein Irrtum. Die Zeit bleibt nicht stehen. Meine Gefühle für dich haben sich nicht geändert. Meine auch nicht. Die gehen genauso weit, wie Gefühle für einen verheirateten Mann gehen dürfen. Und das ist nicht weit genug. Mach's gut. Wie ist das passiert? Sie werden es nicht glauben, bei einer Schönheitsoperation. Martina wollte sich Fett absaugen lassen. Lächerlich. Sie war mal schlank wie eine Tanne. Martina hat eine Allergie gegen Acetylsalicylsäure. Ja, Aspirin. Hier sind unglaublich viele Medikamente drin. Bei der OP ist es dann zu Komplikationen gekommen. Sie haben sie reanimiert, aber das Gehirn war zu lange unterversorgt.
Wie lange ist das her? 3 Monate. Aber es wird besser. Immer besser. Ich gehe dann jetzt. Wenn es noch ein Problem gibt, rufen Sie mich an. Tut mir leid, wegen der Ungeschicklichkeit vorhin. Danke für die Rechtsberatung. Entschuldigung? Ja, sowas Ähnliches. Ich wollte mich dafür entschuldigen, dass ich vorhin so mies drauf war. Guten Appetit. Schon okay. Können Ihnen wirklich Ihre Zulassung entziehen? Wegen der Plakataktion nicht. Aber der Datenklau beim Baustadtrat ist eine andere Geschichte. Die Regeln für Anwälte sind ziemlich streng. Also ich finde das unfair. Nee, das ist nicht unfair. Ein Anwalt muss für seinen Mandanten alles tun. Und dann geht er eben manchmal zu weit. Was heißt das? Wir müssen in nächster Zeit vorsichtig sein. Apropos vorsichtig, ich finde nicht, dass Sie das essen sollten. Sonst müssen wir anbauen, damit Ihr Cholesterinspiegel hier reinpasst. Hey, Sie haben ja aufgeräumt. Nee, habe ich nicht. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass ich nicht Ihre Putze bin. Es gibt hier so gut wie nichts. Ich brauche Glasreiniger, Kaltentferner, Scheuerpulver. Unsere Putzfrau, wer sonst? Ich bevorzuge den Ausdruck Reinigungsfachkraft, nicht Krümel, ich will gerade wischen. Das ist der Moment, wo man sich wünscht, dass der Wecker klingelt und der Albtraum aufhört. Ach, und was das Badezimmer angeht, das sieht aus wie ein Feuchtbiotop. Er klingelt nicht. Da muss ich mit scharfen Sachen ran, das nützt alles nichts. Sei denn, Sie wollen Champignons züchten, dann sollten Sie das Fenster von der Tür abkleben. Pilze lieben Dunkelheit. Komm, geht weiter. Dann bin ich froh, dass Sie Gummihandschuhe anhaben. Haben Sie eigentlich Ratten? Ich denke schon, wir sollten auf jeden Fall noch den Kammerjäger bestellen. Scheiß Wasser abgeschüttet. Tja, ich will Mineralwasser nehmen müssen, was? Guten Abend. Guten Abend. Ich hab dir schon hundertmal gesagt, du sollst nicht jedem Wildfremden die Tür aufmachen. Mama, das ist kein Fremder. Ihr habt euch heute angeschrien. Schon vergessen? Wohl kaum. Was wollen Sie, Ihr Geld abholen? Ich wollte mich nur für mein schlechtes Benehmen heute Morgen entschuldigen. Schon in Ordnung. War's das? Und dann wollte ich sagen, mit der Stoßstange, das können Sie vergessen. Ich will keine Almosen. Ich hab's schon bei der Autovermietung gemeldet. Sie brauchen mir bloß die Rechnung zu schicken. Und du kommst jetzt wieder rein und gehst mir weiter. Tut mir leid, eigentlich ist sie ja ganz nett, aber sie renoviert nicht gerne. Ich übrigens auch nicht. Schönen Abend noch. Danke. Sie nicht verärgern, Chef. Ich bin froh, dass ich so schnell jemanden gefunden habe. Wo hatten die vorher geputzt? Im Strafvollzug? Keine Ahnung. Ist mir von einer Freundin empfohlen worden. Ja, sind Sie sicher, dass das eine Freundin war? Herr Schulze, was machen Sie denn hier? Wir haben gestern Heizung und Wasser abgestellt. Angeblich auf unbestimmte Zeit. Ich habe bei der Hausverwaltung angerufen. Die haben mir gesagt, ich soll mir einen Radiator kaufen und damit heizen. Haben Sie eine Ahnung, was das kostet? Ich wollte Sie bitten, ob Sie nicht vielleicht mal mit der Hausverwaltung reden können. Das wirkt gleich ganz anders, wenn bei denen ein Rechtsanwalt anruft. Ich werde Sie auch dafür bezahlen. Können Sie nicht Staub wischen? Staub wischen. Setzen Sie sich doch. Haben Sie den Mietvertrag dabei? Ja, hab ich. Bitte. Also wir können natürlich dagegen vorgehen, aber diese Wohnung im ersten Stock ohne Aufzug, die ist doch sowieso nicht in Ordnung, oder? Also warum suchen Sie sich nicht eine neue Wohnung? Das können wir uns nicht leisten. Ich kann auch noch halbtags arbeiten, seit Martina krank ist. Aber Sie haben doch eine Entschädigung bekommen von der Klinik, oder? 10.000 Euro. Was, 10.000 Euro für einen Kunstfehler? Die haben nie zugegeben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Die haben gesagt, Martina hätte ihnen nichts von ihrer Allergie erzählt. Und stimmt das?
Das weiß ich nicht. Ich war nicht dabei und Martina kann es mir nicht mehr erzählen. Und haben Sie die Klinik verklagt? Das wollte ich, aber der Rechtsanwalt, bei dem ich war, hat mir davon abgeraten. Und dann haben Sie die Entschädigungssumme akzeptiert? Ja, die Wohnung musste ja ausgebaut werden. Wie hieß denn der Anwalt, der Sie vertreten hat? Dr. Sohlmann. Dr. Sohlmann. Okay, Jasmin? Ja? Stellen Sie doch mal fest, wer bei der Wegobau für das Haus von den Schulzes zuständig ist. Und dann rufen Sie Dr. Sohlmann an und fragen ihn, wer damals die Klinik vertreten hat. Klasse. Was haben Sie vor? Ich will den Zustand Ihres Hauses dokumentieren. Und dann werde ich ein paar Leuten auf die Füße treten. Die Hafen City ist eines der ehrgeizigsten Projekte der Hansestadt seit Jahren. Und die Wegobau ist sehr stolz darauf, daran nicht unmaßgeblich beteiligt zu sein. Es wird langfristig darauf ankommen, die strenge Trennung zwischen Wohn- und Geschäftsflächen aufzuheben, die zur Entvölkerung unserer Innenstädte geführt hat. Und das ist es, wofür die Wegobau steht. Menschliches Wohnen in einer Stadt für Menschen. Wunderbar. Und da war eine wunderbare Rede und so ergreifend. Besonders das mit der menschlichen Stadt für Menschen. Ich weiß jetzt nicht, wer Sie sind. Ehrenberg ist mein Name. Ich vertrete die Schulzes. Schulzes, wenn ich Ihnen das mal zeigen darf, das ist ein junges Ehepaar. Und Ihre Gesellschaft, die Frau hier ist schwer behindert. Und Ihre Gesellschaft hat denen heute Nacht das Wasser abgestellt und die Heizung. Wahrscheinlich, um Sie aus dem Haus zu ekeln, ne? Mit diesen Vorgängen bin ich nicht vertraut. Vielleicht wenden Sie sich bitte an die Verwaltung. Ich glaube auch nicht, dass das hier der richtige Ort ist. Ja, Ihr Verwalter hat gesagt, er handelt auf Anweisung von oben, wie das alle kleinen Würstchen tun. Und oben, das sind ja nun Sie. Vielleicht darf ich Sie bitten, sich auch das noch mal anzuschauen. Herr Gruber, uns ist da eben ein Gerücht zu Ohren gekommen. Und es interessiert uns natürlich sehr, ob da was Wahres dran ist. Stimmt es, dass Ihre Gesellschaft Ihr ganzes Geld in die Hafen City steckt, weil das Profit bringt, und auf der anderen Seite Geld spart, indem sie Arme und Behinderte auf die Straße setzt? Lassen Sie mich mal. Das ist eine üble Verleumdung und das wissen Sie ganz genau. Ich bin Anwalt und ich vertrete die Behinderte, von der hier die Rede ist. Herr Gruber hat mir soeben versichert, dass die Kündigung lediglich ein Versehen ist und dass die Kündigung zurückgenommen wird. Und nicht nur das, das junge Ehepaar wird für die Zeit des Umbaus in einer Reha-Klinik untergebracht. Und zwar in einer der teuersten von Hamburg. Ich finde, das ist doch einen kleinen Applaus wert, oder? Ich glaube, Sie sollten jetzt was sagen. Sieht so blöd aus. Oder soll ich das vielleicht der Presse geben? Ja, wie ich eben schon sagte, Bauen ist etwas, was mit Menschen zu tun hat. Und mit dem Empfinden für die Gefühle von Menschen. Ich bedauere es sehr, dass es hier offensichtlich zu einem Missverständnis gekommen ist. Und ich danke Herrn Ehrenberg, dass er uns geholfen hat, dieses Missverständnis aufzuklären. Bleibt mir noch der jungen Frau alles Gute zu wünschen für ihre baldige Genesung. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank. Ja, natürlich. Vielen Dank. Das ist das Reha-Zentrum, in dem Sie untergebracht werden für die Zeit des Umbaus. Auf Kosten der Wego. Nehmen nur leider erst am Montag auf. War nichts zu machen vorher. Wenn Sie Hilfe beim Umzug brauchen, dann sagen Sie Bescheid. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Nun warten Sie mal mit dem Dank. Das Schwierigste liegt nämlich noch vor uns. Das Ärgerliche ist, dass der Kollege Ihnen damals geraten hat, die 10.000 Euro anzunehmen. So, jetzt wird's gleich warm. Danke. Ich finde das einfach rührend, wie der Mann sich um seine Frau kümmert. Apropos Frau, ich habe vorhin mit diesem Sohlmann telefoniert und habe ihn gefragt, wer die Klinik vertreten hat. Da hat er sich sehr drüber amüsiert. Das war nämlich die Kanzlei Ehrenberg, beziehungsweise ihre Frau. Das kann von Vorteil sein, wenn es um Informationen geht. Wundert mich, dass Sie nichts davon gewusst haben. Ach, da werden so viele Fälle behandelt und der ist nicht mal vor Gericht gekommen. Entschuldigung. Hallo, Charlotte. Was machst denn du hier? Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Ich warte auf meine Mutter. Ja, willst du bei uns warten? Ich glaube nicht, dass das meiner Mutter gefallen würde. Ja, das wäre ja ein Grund mehr. Komm, hast du schon was gegessen? Nee?
Wo ist sie denn, deine Mutter? Ist gerade unterwegs und sucht Arbeit. Da bin ich ja mal gespannt, ob das was wird. Diese ewige Umzieherei, die geht mir echt auf den Keks. Jedes Jahr eine andere Schule. Und warum seid ihr umgezogen? Wegen dem Kerl. Was sonst? Möchtest du Parmesan? Was ist mit deinem Vater? Der hat meine Mutter verlassen, als sie schwanger mit mir war. Seitdem schleppt sie dauernd irgendwelche Typen an, weil sie glaubt, dass ich unbedingt einen Vater brauche. Dann gibt's regelmäßig Stress und wir haben bei Nacht und Nebel ab. Deswegen ist meine Mutter auch immer so genervt. Das riecht aber gut. Wollen Sie was mitessen? Nee, danke, Chef. Ich würde gern früher gehen heute. Kein Problem. Ach, und Sie haben heute noch einen Termin bei Dr. Sander in der Klinik Wiesengrund um 6 Uhr. Nicht, dass Sie den vergessen über Ihren Job als Babysitter. Babysitter? Ach. Ich sehe doch nicht so aus wie ein Baby. Guten Appetit. Danke. Lecker. Hast du denn ungefähr eine Ahnung, wann deine Mutter wiederkommt? Aber da muss ich erst mal Schularbeit machen. Fernsehen kann ich für heute knicken. Also ich muss um 5:30 weg. Wenn du willst, kannst du auch hier Schularbeiten machen. Jasmin, Schreibtisch ist doch frei. Prost. Prost. Verraten, was du hier machst. Hausaufgaben. Ich bin schon fast fertig. Was fällt Ihnen eigentlich ein, meine Tochter hier reinzulocken? Ich konnte sie ja schlecht in der Kälte draußen stehen lassen, oder? Er hat mir Spaghetti gemacht. Die waren echt super lecker. Also, wenn du nicht so ätzend wärst, dann wird er dir vielleicht das Rezept geben. Pack deine Sachen. Avanti, avanti. Und wenn ich Hilfe mit meiner Tochter brauche, will ich sie das wissen lassen. Nun komm. Warten Sie doch mal. Was denn? Machen Sie mal die Augen zu. Wieso soll ich die Augen zumachen? Einfach mal die Augen zumachen, bitte. Mama, komm, mach die Augen zu. Oh Mann, du nervst mich. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir wären uns bisher noch nie begegnet. Gefällt mir die Vorstellung. Könnte ich mich gleich dran gewöhnen. Guten Tag, mein Name ist Gregor Ehrenberg. Ich habe den Laden in Parterre. Herzlich willkommen in unserem Haus. Mama, du musst dich jetzt vorstellen. Guten Tag. Lisa Schubert. Danke für die schöne Blume. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl bei uns. Und wenn Sie mal Hilfe brauchen, dann sagen Sie einfach Bescheid. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Aber trotzdem, danke, dass Sie auf Charlie aufgepasst haben. So, nun komm. Schönen Tag noch. War echt eine gute Nummer. Ja. Aber am Ende haben Sie es versaut. Echt? Wieso? Sie will einfach nicht, dass man hilft. Tschüss. Tschüss. Und danke noch fürs Essen. Gerne. Dr. Sander, Ihr 6 Uhr Termin ist da. Danke. Abend, Herr Dr. Sander. Sehr nett von Ihnen, dass Sie mich so spät noch empfangen. Guten Abend, aber kein Problem. Wir haben ohnehin keine normale Arbeitszeit. Bleiben Sie doch besser erstmal stehen. Ich hoffe, Sie sind nicht mit der Vorstellung hergekommen, dass wir über Nacht einen schlanken Menschen aus Ihnen machen können. Nein, in der Tat nicht. Aber ich denke, im Bauchbereich und an den Schenkeln können wir gut und gern 15 Liter absaugen. Oh, ich verstehe. Ich weiß, das kommt Ihnen wenig vor, aber stellen Sie sich bitte mal vor, wie es wäre, wenn Sie den ganzen Tag einen Karton mit 15 Litern Milch mit sich rumschleppen müssten. Und nun stellen Sie sich vor, Sie können ihn von einem Tag auf den anderen zu Hause lassen. Was das für eine Entlastung für Ihr Herz und Ihre Gelenke ist. Ja, aber die Operation ist auch eine Belastung, oder? Ja, natürlich, aber langfristig wird es sich für Sie auszahlen. Und die Narkose ist ein großes Risiko. Sind Sie mit dem Auto hergekommen? Ja. Dann war die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen auf dem Weg hierher etwas passiert, um ein Vielfaches größer,
als dass bei einer OP etwas schiefläuft. Herr Ülküm. Ich fürchte, Sie sind einem Irrtum aufgesessen. Ülküm ist der Name meiner Sekretärin, die den Termin gemacht hat. Mein Name ist Ehrenberg, Gregor Ehrenberg. Oh. Ich denke, Sie wissen, warum ich gekommen bin, oder? Ja, schon, aber das ist doch Schnee von gestern. Ja, aber mit weitreichenden Folgen, wie Sie sich vorstellen können. Soll das etwa heißen, dass Sie Ihre Frau meinetwegen verlassen haben? Bitte. Da sehen Sie, es war eine kurze Affäre. Und ich befürchte, dass sie, zumindest für Ihre Frau, wenig Bedeutung hatte. Fünf Monate. Sechs. So ungefähr. Sie sehen, ich bin ganz offen zu Ihnen. Ja, das sind Sie in der Tat. Und ich fürchte, das wird Ihnen noch leid tun. Ich bin nämlich gar nicht wegen meiner Frau gekommen, sondern als Anwalt. Wie bitte? Ich vertrete die Schulzes, also Frau Schulze. Können Sie sich erinnern? Kam hier in die Klinik wie das blühende Leben und verließ die Klinik im Rollstuhl. Sie ist übrigens auch mit dem Auto gekommen. Und auf dem Weg hierher ist ihr nichts passiert. Soweit zur Statistik. Die Frau hat bei der Anamnese verschwiegen, dass sie Allergikerin ist. Das sagen Sie. Und warum haben Sie dann Geld gezahlt, wenn alles in Ordnung war? Weil ein Prozess, ganz gleich, ob die Klinik gewinnt oder verliert, immer einen Image-Schaden nach sich zieht. Den können Sie auch jetzt noch haben, auch wenn es 3 Monate her ist. Ich habe nicht operiert. Der Eingriff wurde zwar hier in einem unserer OPs durchgeführt, aber von einem Arzt, der nicht zur Klinik gehört. Und der inzwischen hier auch nicht mehr arbeitet. Und warum arbeitet er nicht mehr hier, wenn alles in Ordnung war? Das sind Klinikinterner, die Sie nichts angehen. Betrachten Sie das Gespräch als beendet. Von mir werden Sie jedenfalls nichts mehr erfahren. Das ist auch nicht nötig. Ich habe schon mehr erfahren, als ich wollte. In Ordnung mit Ihnen? Ja, geht schon, danke. Warum hat er denn gezahlt? Wenn seine Klinik nicht haftbar zu machen ist? Es kommt dann um Schuldeingeständnis gleich. Und komm mir nicht mit Imageschaden für die Klinik. Ich kenne dich gut genug. Du hättest von den Schulzes was Schriftliches verlangt, dass sie auf alles verzichten. Wenn dein Mandant wirklich unschuldig ist. Unser Mandant? Zu der Zeit war es noch unsere gemeinsame Kanzlei. Nein, das ist falsch. Es war dein Mandant und zwar auf deinen besonderen Wunsch. Eine Art Sonderbehandlung sozusagen. Ich finde das unglaublich peinlich, dass du versuchst, deine verletzten Gefühle auf dem Rücken meines Mandanten auszutragen. Ach, jetzt ist es plötzlich dein Mandant. Ja, jetzt ist er es. Und wenn du irgendwas mit mir auszutragen hast, dann tu es, aber lass den Fall daraus. Na, ist ja auch egal. Weißt du, was mich wirklich verletzt? Nicht, dass du mich betrogen hast. Aber dass du mir zumutest, dass ich mich schuldig fühle. Weil ich dich verlassen habe. Na klar, ich bin sicher, du hast nächtelang wachgelegen, weil du dir Sorgen um mich gemacht hast. Ja, habe ich. Auch wenn du es mir nicht glaubst. Nur zu spät. Du hast mich schon lange verlassen. Lange bevor ich Edwin überhaupt kennengelernt habe. Nur ich war hier. Frag dich nur, wo du warst, wenn ich gedacht habe, dass du für die Kanzlei arbeitest. Du hast mich abgelehnt. Nein, ich habe dich nicht abgelehnt. Ich habe abgelehnt, was du getan hast. Das ist für mich dasselbe. Na gut, dann habe ich dich eben abgelehnt. Und weißt du warum? Weil du kalt geworden bist. Weil du kein Mitleid mehr gehabt hast. Mit niemandem. Man nennt das professionelle Distanz. Na, das ist vielleicht ein Schlagwort. Wunderbar. Hast ja ein Dr. Sander, einen schönen Gegenpart. Der hat auch kein Mitleid mit niemandem. Aber jetzt hat er Angst. Weil ich ihn nämlich vor Gericht bringe. Und selbst wenn ich verliere, ich habe noch genügend Kontakte zur Presse. Fein. Versuch's. Aber sollte der Klinik oder meinem Mandanten irgendein Schaden dadurch entstehen, dann verklage ich dich wegen Verleumdung. Dann kannst du den Lebensabend von Dr. Sander finanzieren. Viel Spaß dabei. Danke. Werde ich haben. Fragt sich nur, ob bei dir da noch so viel zu holen ist. Wieso, was meinst du damit? Hast du irgendwas von der Anwaltskammer gehört? Ach, Iris, jetzt hören Sie auf zu heulen. Was ist mit meiner
Orchidee passiert? Das war ein Experiment. Ist leider missglückt. Ganz offensichtlich. Wie war das Gespräch mit dem Arzt? Nicht sehr ergiebig. Wir sind aber heute gesprächig. Ich muss mich konzentrieren. Ist es nur ein Problem oder einfach schlechte Laune? Ich fürchte, dass dieser Doktor Sander nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Und ich habe den Fehler begangen, ihn aufzuscheuchen, ohne dass ich irgendwas in der Hand habe, um ihn festzunageln. Was heißt das? Das heißt, dass wir Informationen aus der Klinik brauchen, aber auf legale Weise kommen wir da nicht ran. Sie haben gesagt, dass wir vorsichtiger sein müssen. Ich habe keine Erinnerung an diesen Vorgang. Ich könnte mich doch in der Klinik operieren lassen. Was? Ja, zumindest so tun, als ob. Ja, wie wollen Sie da an Informationen rankommen? Fragen Sie eine Putzfrau. Wen, Sie? Nee, eine aus der Klinik. Reinigungskräfte sind die beste Informationsquelle, die es gibt. Kommen als Erste, haben für alles einen Schlüssel und kaum jemand beachtet Sie. Nicht schlecht. Erinnern Sie mich bei Gelegenheit daran, dass ich Ihnen eine Zulage gebe. Und ich mache mich schon mal auf den Weg in die Klinik. Nein, Jasmin. Jasmin! Seien Sie vorsichtig. Herr Ehrenberg? Ja? Denken Sie dran, mir eine Zulage zu geben? Bei Gelegenheit. Ich werde Sie dran erinnern. Freue mich drauf. Was machen Sie hier? Ich Justus, Madame, warte, Bruder, ich Moment, ich kenne Sie nicht. Hallo, putzen Sie ja für uns. Ja, ist ja gut, ich reg dich nicht auf. Ja, ja, ich hab nur gefragt. Hier ist doch erst gestern gesaugt worden. Ich nichts verstehe. Zu laut, nichts verstehe. Zu laut. Die OP-Unterlagen. Der Arzt, der die Operation durchgeführt hat, taucht danach in den Abrechnungen nicht mehr auf. Dann sollten wir doch mal versuchen, den aufzutreiben. Der wird einen Teufel tun und ihm was erzählen. Was ist das da? Das sind die Unterlagen von Dr. Liegner, dem Anästhesisten. Er ist 4 Wochen nach der Operation gefeuert worden. Ja, das kann ja mit der Operation nichts mehr zu tun haben, oder? Nee, aber vielleicht findet er das nicht so witzig, dass Dr. Sander ihn rausgeschmissen hat. Und erzählt uns ein bisschen was über die OP. Gut, dann versuchen wir mal bei dem was zu erfahren. Bin schon dabei. Guten Tag. Danke, Herr Dr. Seibelt. Irgendetwas, was ich nicht sehen sollte? Ja, das sind ganz geheime Unterlagen. Kann ich was für Sie tun? Brauchen Sie meinen anwaltlichen Rat? Solange Sie als Anwalt noch praktizieren dürfen? Uiuiui, was wollen Sie mir denn damit sagen? Ich habe den Eindruck, dass Sie nebenan etwas ganz Dringendes zu erledigen haben. Wenn Sie ihm die Zulassung entziehen, sind Sie echt blöde. Danke. Ihre Meinung ist zur Kenntnis genommen. Ist ja reichlich unkonventionell. Langt Ihnen das nicht? Müssen Sie sich auch noch unkonventionell verhalten?
Ich versuche, die Interessen meiner Mandanten wahrzunehmen. Nicht mehr und nicht weniger. Hören Sie, der Brückmann hat Sie auf dem Kieker. Da möchte Sie am liebsten lebendig begraben. Und Sie liefern ihm auch noch Hammer und Nägel, um Ihren Sarg zuzunageln. Das ist ja ein reizendes Bild. Ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein. Mir persönlich hat es nicht gefallen, wie sich Ihre Kanzlei damals entwickelt hat. Und ich war sehr stolz auf Sie, als Sie da ausgestiegen sind. Ich fand Ihre Ansichten schon damals seltsam, als Sie noch mein Doktorvater waren. Ich weiß, was in der Zeitung steht. Aber ich kenne zufällig ein paar Leute, die dabei waren. Und die hatten den Eindruck, dass sie den Chef der Wego-Bau quasi erpresst haben. Da müssen die doch auch was Unrechtmäßiges gemacht haben, oder? Zählt das nichts? Mein Gott, Sie zählen immer zu den Leuten, für die der Zweck die Mittel heiligt. Und nun? Ja, ich werde mich dafür einsetzen, dass es bei einem Verweis bleibt. Aber der Brückmann wird nicht locker lassen. Auf lange Frist wird er versuchen, Ihnen was anzuhängen. Danke. Seien Sie nett zum alten Mann und sorgen Sie dafür, dass mir mein Entschluss nicht eines Tages leid tut. Ne? Tschüss. Tschüss, danke. Was hast du denn? Ich habe im Moment was anderes im Kopf als Golf. Wieso hast du noch mehr ausgeplaudert? Das ist unfair, Chris. Er hat mich kalt erwischt. Hast du irgendwas zugegeben? Das sage ich doch. Ich rede von der Operation. Hast du irgendwas zugegeben? Nein, natürlich nicht. Ja und, wo ist das Problem? Jemand hat in unseren Unterlagen geschnüffelt. Im Computer. Hat sie als Putzfrau verkleidet. Unsere Empfangssekretärin hat bemerkt, dass jemand die Patientenunterlagen durchgesehen hat. Eine kleine Türkin, schmal, hübsches Gesicht. Ja, woher soll ich das wissen? Hast du nicht gefragt? Ja, doch. Aber wer achtet schon darauf, wie eine Putzfrau aussieht? Ich hab nichts bestellt. Komm von dem Herrn drüben. Was soll das? Martina Schulze wollte nur ein bisschen schlanker werden. Jetzt sitzt sie im Rollstuhl und Sie waren der zuständige Anästhesist. Sind Sie von der Presse? Wer hat denn gesagt, dass ich hier bin? Nein, ich bin nicht von der Presse. Und Ihre Kollegen vom ärztlichen Notdienst haben mir gesagt, wo ich Sie finde. Ich glaube nicht, dass ich mich mit Ihnen unterhalten will. Zahlen! Hört hey. Zu, der Frau geht's ziemlich schlecht. Hat irgendjemand behauptet, dass ich was dafür kann? Nein, niemand hat das gesagt. Aber ich beobachte Sie hier schon eine ganze Weile und ich frage mich, warum Sie so viel trinken. Gehört das zum Berufsbild des Anästhesisten, sich selbst zu betäuben? Ein toller Witz. Schreiben Sie ihn auf, damit Sie ihn nicht vergessen. Frau Schulze kann uns nichts mehr sagen. Die kann überhaupt nichts mehr sagen. Sander hat Angst um seinen Ruf und wahrscheinlich auch um sein Geld. Und wie steht's mit Ihnen? Was ich immer zu sagen hätte, fällt unter ärztliche Schweigepflicht. Auch jetzt hören Sie mir doch auf mit der Scheiße. Sie waren dabei, als meine Frau das angetan hat. Sie waren dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihnen das egal ist. Ich will mir das nicht vorstellen. Also. Also. Der Arzt, der die Operation durchgeführt hat, war völlig überfordert. So viel ist mal klar. Wer hat denn die Vorgespräche durchgeführt? Das ist ja genau der Punkt. Sander führt die ersten Gespräche, damit die Leute das Gefühl haben, dass der Chef für sie zuständig ist. Aber operieren tut dann jemand anders. Das ist eine Goldgrube. Es gibt längst nicht so viel kosmetische Chirurgen, wie Bedarf ist. Sander nimmt, was er kriegen kann. Da kann dann jeder kommen, der ein Skalpell halten kann. Was, und die dürfen bei ihm operieren? Sander vermietet die Teams und die OPs an die Ärzte. Damit entzieht er sich der Haftung. Das ist das Prinzip der Tagesklinik, nur dass die Patienten davon ausgehen, dass der Chef für sie zuständig ist. Warum hat Sander Sie eigentlich gefeuert? Ich habe ihm gesagt, dass er so Menschenleben riskiert. Und dass ich zur Presse gehe, wenn er damit nicht aufhört. Und er, wie hat er reagiert? Hat damit gedroht, mich wegen Verletzung der Schweigepflicht zu verklagen. Also habe ich die Schnauze gehalten. Hat mir aber nichts genützt. Ein paar Wochen später hat er mich gefeuert. Hat nur noch einen Vorwand gesucht. Dabei habe ich nie während der Arbeit getrunken. Was ist denn nun bei der Operation von der Frau Schulze passiert?
Der operierende Arzt ist davon ausgegangen, dass Sander alle Informationen gesammelt hat. Aber der hat nur Smalltalk gemacht. Eine Anamnese war das jedenfalls nicht. Also ist die entscheidende Information untergegangen. Kein Mensch hat die Frau gefragt, ob sie irgendwelche Allergien hat. Der große Sitzungssaal. Also ich muss dir sagen, wenn du uns beeindrucken wolltest, kann ich dir bestätigen, du hast es geschafft. Wir sind angemessen eingeschüchtert, nicht wahr? Ja. Wenn ich mich recht erinnere, hast du die Möbel mit ausgesucht. Ja, schlimm genug. Vielleicht können wir jetzt zur Sache kommen. Gern. Erstens, Herr Dr. Sander hat meiner Mandantin gegenüber den Eindruck erweckt, dass er den Eingriff durchführt. Zweitens, weder er noch der operierende Arzt haben meine Mandantin in ausreichender Weise informiert und befragt. Drittens, niemand hat sich dafür interessiert, dass die Frau Allergikerin ist. Und viertens, die entsprechenden Formulare sind nachträglich verändert worden. Was du natürlich beweisen kannst. Ja, selbstverständlich, wir haben einen Zeugen. Außerdem ist es sehr leicht nachzuweisen, wenn auf einem Formular die Kreuze nachträglich mit einem anderen Stift gemacht worden sind. Es würde aber auch ausreichen, wenn genau dieses Formular über Nacht plötzlich verschwunden ist. Danke, Drohung verstanden. Aber weil wir gerade bei Formularen sind, ich denke, dass du all deine Kenntnisse der Tatsache verdankst, dass du Daten aus dem Zentralcomputer der Klinik Wiesengrund entwendet hast. Was du natürlich beweisen kannst. Ich denke schon. Und wenn ich mir überlege, dass du, was deine Zulassung anbelangt, auf der Kippe stehst, dann könnte es durchaus sein, dass deine Mandantin zwar gewinnt, dass du das aber nur noch von der Zuschauerbank aus beobachten kannst. Also gut. Ich denke, wir haben uns gegenseitig bewiesen, dass wir harte Gegner sind. Vielleicht können wir jetzt mal zu dem kommen, worum es eigentlich geht. Gut, dann sage ich dir mal, worum es wirklich geht. Du versuchst, jemanden zu treffen, der dich persönlich gekränkt hat und schreckst dabei nicht mal vor Einbruch und Verletzung des Patientengeheimnisses zurück. Das glaubst du wirklich? Ja, was sonst? Komm mit. Komm. Was soll das? Kommst du? Zerr nicht so an mir rum, ich kann alleine gehen. Bitte, da hoch. Blumen sind für dich, Martina. Hat ja Dr. Ehrenberg mitgebracht. Da freust du dich, ne? Sind doch ganz wundervolle Blumen. Meine Frau hat Blumen mal sehr geliebt. Mama kann sich auch heute noch darüber freuen. Doch, ich bin vielleicht unhöflich. Ich habe euch ja noch gar nicht vorgestellt. Das ist Martina und Dieter Schulze. Das ist Rechtsanwältin Dr. Christina Ehrenberg. Die hat damals die Klinik gegen sie vertreten. Ihnen irgendwie helfen? Nein, danke. Bist du verrückt geworden? Du hast mir doch selbst den Vorschlag gemacht, die mit 10.000 abzufinden. Jetzt habe ich meine Meinung eben geändert. Wie schön, aber ich nicht. Das ist nämlich zufällig mein Geld. Und mein Ruf. Apropos Ruf, weiß deine Frau eigentlich von unserem Verhältnis? Nein, natürlich nicht. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat sie dir die Klinik finanziert.
Sag mal, was soll das werden? Willst du mich etwa erpressen? Nein. Ich will dir nur klar machen, dass du eine Menge zu verlieren hast, wenn du dich so exponierst. Dafür bezahle ich Anwälte, um das zu vermeiden. Sündhaft teure Anwälte. Fein, deine sündhaft teure Anwältin rät dir nachzugeben. Und warum so plötzlich? Weil ich sie gesehen habe. Oder vielmehr das, was von ihr übrig ist. Und das heißt? Ändere was an den Methoden in deiner Klinik, bevor noch mehr passiert. Und zahl der Frau einen angemessenen Betrag. Was ist deiner Meinung nach ein angemessener Betrag? 100.000 Euro? Und das ist nur ein einmaliger Zuschuss zum Umbau der Wohnung. Ein Fonds der Privatklinik Wiesengrund wird ihrer Frau eine lebenslange Rente zahlen. Es wird monatlich so etwa 2.000 Euro sein. Herr Dr. Ehrenberg, ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Gar nicht. Das war reiner Egoismus. Ich werde in meinem Schaufenster sitzen und mich jedes Mal daran freuen, wenn es Ihrer Frau wieder ein Stückchen besser geht. Buddy, hallo. Komm her. Ja. Wäre aber nicht nötig gewesen. Ich hätte mir schon geholt. Lag auf dem Weg. Wie läuft die Kanzlei? Und bei dir? Läuft gut, wie immer. Viel Arbeit. Du fehlst mir. Ja, dann werde ich mal wieder. Ich bringe ihn dir am Sonntag vorbei, okay? Lieber Montag. Sonntag will ich zum Golf und er kapiert nicht, dass er den Ball nicht apportieren soll. Tschüss. Thank you.